Herzlich willkommen hier bei der Villa Schauden. Mein Name ist Marion Schauden von Flowers by Schauden. Und vor einem Jahr haben wir gestanden und haben unser Häuschen gezeigt, wie wir es gekauft haben. Da war alles noch eingerichtet. Wir haben hier unsere Eingangstür gehabt und es hat sich einfach ganz, ganz viel geändert. Warum ich genau weiß, dass es ungefähr ein Jahr her ist, das liegt daran, weil die Herbstlinge wieder am Blühen sind. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die in dem Video gezeigt habe. Ja, es hat sich einiges getan. Ich fange jetzt erstmal an, so eine Kombination aus Garten und Haus. Weil wir haben mit einem Gartenplaner gesprochen und der ist so ein richtiger, ja, Baumnerd, sage ich mal. Der ist wirklich verliebt in Bäume und der unterstützt uns ein bisschen bei der Gartenplanung, weil wir viel Altes erhalten möchten und drum zubauen möchten. Zum Beispiel war ganz begeistert, oder wir sind es natürlich auch, aber wenn es ein Spezialist sagt, von diesem wunderschönen Ahorn, der ist wirklich schon sehr, sehr alt. Der muss noch einen richtigen Rückschnitt haben. Einen hat er schon gehabt, aber das war einfach nur ein grüner Strauch. Und hinter dir, lieber Kameramann, ist die Magnolie. Die wollen wir auch gerne beibehalten. Man sieht, dass sie schon wieder die ersten Knospen bekommen. Und ja, wir freuen uns jetzt schon darauf, dass sie wieder im Frühjahr am Blühen ist. Hier haben wir einen Walnussbaum, der hat auch schon einen ordentlichen Rückschnitt bekommen. Den wollen wir auch gerne stehen lassen und wir haben schon einige Haselnüsse ernten dürfen. Wir mögen das nämlich ganz gerne, wenn die noch so ein bisschen frisch sind, also noch nicht komplett eingetrocknet. Die Kamelien haben wir auch erstmal stehen lassen, die müssen wirklich noch in Form geschnitten werden. Ja, und wo er total begeistert von war, ist von diesem Baum. Das ist ein Mammutbaum und der war vor der Eiszeit schon bei uns heimisch. Aber das, ja, durch diese Eisschicht sind die einfach alle weggekommen. Und dieses Saatgut kam 57 nach Europa und nach Deutschland. Und der Baum wird auch um die 60 Jahre geschätzt. Also es ist wirklich was ganz Besonderes. Und wir freuen uns natürlich, dass wir sowas bei uns im Garten stehen haben. Ich gehe da mal ganz kurz zurück, weil hier hat sich auch was getan. Hier ist nämlich unser neuer Eingang. Ihr seht, hier ist der Rahmen schon drum. Hier ist noch eine Bautür drin, weil drin natürlich noch ganz viel gemacht werden muss. Und hier haben wir vor, aus Eiche solche Streben vorzusetzen als Sichtschutz, weil hier kommt einfach normales, klares Glas rein. Und wie gesagt, es ist ein ganz tolles Gefühl, hier durchzugehen. Aber ich möchte euch erst noch mal einmal mitnehmen in den Garten. Und wir gehen jetzt mal einen ganz, ganz anderen Weg wie sonst. Ja, wir haben ein bisschen, oder der Kameramann hat schon ein bisschen aufgeräumt. Natürlich, wenn man viel Platz hat, fällt sehr, sehr viel Bauschütt und solche Sachen an und Krimskrams. Ja, im Garten sind wir auch ein bisschen gewesen. Hier machen wir immer unsere Hölzer hin. Wir haben vor, eine Schreddermaschine anzuschaffen, weil wir einfach ja einen sehr großen Garten haben. Es macht Sinn, um selber Kompost herzustellen. Ja, hier haben wir eine sehr schöne Quitte. Die trägt wunderbar. Jetzt haben wir auch mal eine Frucht auf Augenhöhe. Die hatte ich damals auch schon gezeigt. Und dieses Jahr wird auf jeden Fall Marmelade gekocht. Und wenn ihr noch ein tolles Rezept habt, schreibt es gerne in den Kommentaren, wenn ihr Lust dazu habt. Oder schreibt mir gerne eine private Nachricht dazu. Ja, hier haben wir nicht wirklich Kompost betrieben. Wir sind angefangen, schon die groben Sachen ein bisschen auszusortieren. Aber das müssen wir einfach schreddern. Das sagte der Gartenplaner auch. Das macht einfach mehr Sinn. Und dann kriegt man einen sehr reichhaltigen Kompost. Ja, wir sind mal auf einer ganz anderen Seite von dem Garten. Also eigentlich hinter der Garage. Hier haben wir selber ein bisschen Tomaten eingesät und gepflanzt. Und ja, wir hatten eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr, wie glaube ich alle. Also die Tomaten sind ja wirklich explodiert. Und dass unsere Vorgängerin auch gerne Tomaten gegessen hat, das sieht man hier. Und auch Kartoffeln, weil die haben sich selber ausgesät. Ihr seht, hier wachsen jetzt gerade wild die Tomaten. Und das ist halt irgendwie witzig. Wir haben halt nicht alles sofort rausgerissen, sondern ja, wir lassen alles sprudeln und wir lassen alles wachsen und sehen, was so kommt. Und da drumherum bauen wir dann unseren Garten. Wir haben vor, da ein bisschen mehr Gemüse zu machen
und ein Gemüsebeet anzulegen. Wie gesagt, viele sagen, Marion, wann wird das denn alles fertig oder wann willst du das alles machen? Ich habe mal im Buch gelesen, ein Garten ist ein Lebensprojekt. Also ich hoffe, dass wir beide noch ein bisschen länger leben. Und irgendwann, ja, der Garten wird wahrscheinlich nie fertig sein. Aber das ist einfach unser Lebensprojekt, was wir mit euch natürlich auch gerne teilen wollen. Ja, hier haben wir diese wunderschönen Kugeldisteln. Die ist jetzt aus, guck, da ist gerade eine Biene dran. Ja, die hat jetzt gerade ihre zweite Blüte. Ich habe jetzt in der Zeitschrift gelesen, wie gesagt, die Materie Garten ist für uns auch neu. Aber ich habe in einer Zeitschrift gelesen, den hätte ich im hätte ich wirklich zurückschneiden können im August, dann hätte es noch eine richtig tolle zweite Blüte gekriegt. Ich dachte erst, den einzukürzen und abzustechen, aber das ist bei Disteln nicht zu empfehlen. Es ist wirklich schon ja, ein Segen, dass man so eine tolle Distelpracht hat. Und dann ist doch klar, dass man nicht alles abreißen möchte, platt machen möchte und neu, sondern mit dem Bestand was Schönes machen möchte. Ja, das wird Martins kleiner Paradies-Ecke sein, weil der wünscht sich eine Hängematte. Und vielleicht darf ich mich auch dazu gesellen und dann werden wir hier zwei Hängematten aufbauen. Und wir können ja ein bisschen durch den Garten wandern. Haus kommt gleich auch. Oder erst Haus und dann Garten. Nee, das mache ich noch eben. Genau. Hier haben wir nochmal diese Königskerzen. Auch da habt ihr den Tipp gegeben, um die einfach so stehen zu lassen. Das Tolle ist, dass sie ja noch immer am Blühen ist und das ist dann wieder ja, Nahrung für die Vögel und für die Insekten im Winter. Deswegen lassen wir solche Sachen auch stehen. Es kann auch mal sein, dass einfach mal wild eine Dahlie wächst. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da alles kommt. Ihr seht aber auch, ja, diese Brombeeren sind auch überall. Da müssen wir noch mal ein bisschen ran. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen durch den Garten, bevor wir zum Haus gehen. Hier ist auch schon wieder etwas am Blühen. Ich weiß jetzt gar nicht genau was, aber da kann ich euch eine ganz tolle App empfehlen. Das ist die Picture This App. Das werde ich euch unten verlinken, weil es ist ganz toll. Man kann durch den Garten gehen und macht einfach ein paar Bilder und dann weiß man, was hier alles so wächst. Ja, und hier haben wir auch richtig geil, das wird eine Blütenpracht. Wir wissen gar nicht mehr, in welcher Farbe. Hier haben wir eine Herbstaster und hier wird es dann noch mal einmal richtig bunt. Und man sieht einfach in den Garten, ja, Physalis haben wir da hinten. Wir haben da noch ein bisschen Fenchel am Blühen. Aber es ist nicht so viel am Blühen und das müssen wir ein bisschen optimieren, dass zu dieser Jahreszeit Herbstanemonen eingepflanzt werden, vielleicht noch ein, zwei Gräser, dass es ein bisschen interessanter gestaltet wird. Ja, hier haben wir unseren wunderschönen Hibiskus, der hat ganz toll geblüht und wir wollten ihn erst wegnehmen, weil er so nah am Haus steht. Der Gartenplaner, nein! Der muss stehen bleiben. Das ist gerade schön, wenn was Grünes vor den Wänden ist. Und ihr seht, hier ist jetzt schon was passiert beim Haus. Wir haben hier so Holzrahmen bekommen um das Haus herum. Und warum wir das gemacht haben, das zeige ich euch. Sieht mega geil aus. Also finden wir auf jeden Fall. Wie ihr es findet, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Es ist ja unser Lebenstraum. Das ist der Grund wegen diesem wunderschönen Holz. Wir haben es jetzt endlich dran auf der ersten Stelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir können das besser noch von der anderen Seite sehen. Ich habe fast geweint, als ich es gesehen habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das unser Haus ist. Wir finden das so schön erdig mit dem natürlichen Holz. Ich war eher skeptisch wegen den Adern, aber jetzt kommt wirklich alles zusammen mit diesem Kontrast von diesem, ja, von diesem, das ist ein geflämmtes Holz, was nochmal nachbearbeitet worden ist. Das ist jetzt von der Firma Nakamoto, sehr zu empfehlen. Die ist in Düsseldorf, die haben uns super beraten. Ihr seht, hier sind jetzt auch unsere Schrauben, unsere schwarzen, warum wir sie schwarz besprühen lassen haben oder Pulver beschichten lassen haben. Man hätte sie auch nägeln können oder mit Nägel schießen können, aber wir haben uns für diese Variante entschieden. Und wer mich auf Instagram folgt, weiß einfach auch warum oder wie verrückt das ist, um 6000 Schrauben mal eben ja, überzulackieren. Ja, da muss man mal einen Nachmittag frei haben. Und die Schrauben alle einsortieren, damit man sie Pulver beschichten kann. Ja, jetzt kommen wir hier zu unserem, ja, zu diesen Fenstern. Die kennt ihr wahrscheinlich schon. Zu unserem Essbereich.
Und ja, hier wird gerade noch so ein bisschen gewerkelt und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier haben wir schon unseren Estrichboden drin und dadurch wirkt der ganze Raum schon viel lebendiger oder nicht lebendiger, sondern viel wohnlicher. Und was uns besonders gut gefällt an den Holzfenstern, weil das war irgendwie auch nicht selbstverständlich, dass man Holzfenster nimmt, ist, dass es schon wohnlich aussieht. Ich meine, es ist wirklich noch Baustelle Deluxe. Dieses Fenster haben wir allerdings ändern lassen, das war falsch. Aber ich glaube, das kennt jeder Bauherr, dass immer mal hier und da was passiert. Aber da kann man sich einigen auf jeden Fall und das klappt schon. Jetzt kommen wir noch mal einmal zur Küche. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Auf Instagram habe ich es auf jeden Fall gezeigt. Das ist die Farbe von unseren Küchenfronten. Das ist ein Fliesenspiegel, was in den Block kommt und das ist die Platte von unserem Block. Wir werden hier eine Art, ja, keine Ahnung, Küchenblock bekommen. Also da, wo dieser Gasanschluss ist, mit einem Gasherd, weil ich sehr gerne auf Gas koche. Ich kenne es von meinen Eltern. Und hier kommt eine Edelstahlplatte mit diesen grünen Fronten. Und ja, wir haben uns jetzt für diese sehr, sehr geilen Türgriffe vom Buster & Punch entschieden, weil es einfach eine recht simple Küche wird. Und ich finde selber, gerade solche Details machen es aus. Meine Mutter war gerade noch da. Sie sagte, Marion, warum Gold? Warum nicht schwarz wie der Träger oder Edelstahl? Ich persönlich liebe einfach Materialmix. Ich sehe das auch an meinem Schmuck. Ich mix Silber mit Gold und ich finde, es muss nicht immer so mega perfekt sein. Dadurch wirkt es auch alles ein bisschen individueller. Ja, hier kommt der Kühlschrank rein, aber das hatte ich, glaube ich, auch schon im letzten Video gesagt. Strom ist auch alles so weit gezogen. Also da müssen wir noch coole Spots haben wir uns ausgesucht. Die müssen wir noch bestellen und schauen, dass das alles mit der Kalkulation klappt. Aber bis jetzt sind wir sehr zuversichtlich auf jeden Fall. Und uns gefällt der Flurbereich sehr, sehr schön. Erst recht, wenn man von der Seite reinkommt. Und hier ist die Gästetoilette. Und da wollte ich euch auch noch mal eben die Fliesen zeigen. Ich glaube, da können wir besser in diesem Raum gehen, Kameramann. Also wir haben uns für diese Fliese entschieden, in diesem Blauton. Das wird dann so länglich gelegt, wie so Pflastersteine. Und auf der Rückwand kommt dieses krasse Rot in dieser Form. Bisschen durchgeknallt, aber ich persönlich liebe es, Gästetoiletten. Ich liebe Gästetoiletten oder auch, wenn ich irgendwie im Restaurant bin oder so. Für mich muss das so ein Highlight sein und ich weiß nicht warum. Aber ja, ich glaube, das poppt richtig und dann kriegen wir da noch einen gelben Wasserhahn zu. Das passt alles sehr gut. Genau, hier ist jetzt die Eingangstür. Hier wollen wir irgendwie einen Schrank reinbauen lassen. Aber da haben wir noch eine alte Garderobe. Also wir kümmern uns noch nicht so sehr um Möbel. Außer in diesem Raum, in diesem langen Flur. Also hier kommt ein Glas, Glastür rein, damit man auch den Blick hier rein hat. Und ich liebe auch Hotelflurs. Flure und dies soll wie so ein Hotelflur sein. Deswegen möchte ich die Wände so ein bisschen abtönen in einem schönen Grünton. Und dann fragte der Maler, ja Marion, welche, und die Decke bleibt aber weiß. Ich so, nein, die muss auch grün, damit das alles grün ist. Weil hier kommt noch so ein Jahre 60er Schrank, hier kommt Holzboden, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und wenn es weiß ist, dann sieht man, dass es so viele unterschiedliche, ja, Holztöne sind. Was meint ihr, sollen wir die Decke dunkel machen, ja oder nein? Könnt ihr gerne auch in den Kommentaren schreiben. Der Kameramann, der sagt schon, der nickt. Der sagt, das ist uns selber überlassen. Er möchte auch gern die Decke grün haben. So, jetzt kommen wir in das Badezimmer. Ja, hat sich nicht viel geändert. Klar, die Wände, alles ist soweit drin. Da möchte ich euch auch zeigen, was für Fliesen wir ausgewählt haben. Diese Fliese kommt an dieser Rückseite hinter dem Waschtisch. Das ist für unsere Dusche und das ist so ein Mosaik, keine Ahnung, Fliese für den Boden, weil wir haben uns da mega schwer getan, was für Bodenfliese wir bekommen. Wir wollten nicht große Betonplatten, weil ich finde, das greift nicht so das Thema Jahre 60er auf. Und das erinnert uns an Spanien, Portugal, Urlaub. Und deswegen haben wir uns für die kleine entschieden. Ja, der Fliesenleger freut sich.
aber die werden in Matten angeliefert. Das ist allerdings auch ein Problem. Wir haben die Fliesen bestellt und die müssen teilweise wirklich noch hergestellt werden. Und deswegen wird der ganze Bau sich nochmal um einen Monat verschieben. Ich glaube, im Oktober kriegen wir die Fliesen und fangen aber schon mit Malerarbeiten, solche Geschichten an. Aber noch immer, der Weihnachtsbaum wird hier dekoriert und Weihnachten wird auch hier gefeiert. Also großer Plan. Ja, hier haben wir auch uns ein Schranksystem ausgesucht von der Firma Elfa. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eigentlich mega simpel. Man hat Haken, wo man Sachen aufhängen kann, weil wir selber mögen gar nicht so diese geschlossenen Schränke, sondern dass es so ein bisschen offener ist. Ja, ich hoffe, hier werden wir auch viel Zeit verbringen, Martin. Auf jeden Fall ein Drittel unseres Tages, also 8 Stunden, hier schön zu schlafen. Mit dieser wunderschönen Aussicht. Ich habe sogar schon eine Lampe. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon wieder rausgehen und uns das noch mal einmal von außen anschauen. Ja, also ihr merkt, wir sind total, oder ich bin total hyper, total mega happy, wie sich das alles so entwickelt hat. Und komm, wir gehen noch mal einmal zum Holz hin. Also es war wirklich... Die ersten Holzlatten waren dran, wir wurden angerufen, ja Marion, wir sind soweit, aber wir möchten dir kein Bild zeigen, du musst vorbeikommen. Und wir dachten schon, oh, ist denn alles wohl richtig gegangen? Und da sind wir hingefahren und echt, ich war platt, mega platt. Also ich kann mir Sachen immer sehr gut vorstellen, ich bin sehr kreativ, was das alles angeht, aber für uns war das echt so... Wow, wird das unser Haus, unser Holiday-Haus? Und es ist kein Holiday-Haus, sondern wir werden hier fest drin wohnen, aber es fühlt sich an wie Urlaub. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und ja, wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen bei der Gartengestaltung, auch bei der Zeichnung, wenn es da weitergeht. Vielleicht möchte der Antonius Börseling, der schon ein bisschen älter, sich auch mal filmen lassen. Und mein Bruder kommt natürlich auch noch dazu als Gartenlandschaftsbauer, ob das alles so umsetzbar ist. Ich labe auch viel zu viel. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne in den Kommentaren, wenn ihr noch Tipps habt. Euch einen schönen Sonntag und bis bald. Ciao. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want. Messed up just right, so we make love and we make plans, and God knows that I'm all about it. We're up high, never coming down, baby, just you and I. 2 Currywurst und eine Pommes rot-weiß, kein Problem. Ich nenne das mal unser Kioskfenster, werden wir nicht eröffnen. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt gerne hier unten. Und ja, was mache ich normalerweise? Richtig geile Do-it-yourself-Dekoration. Jetzt nehmen wir das Thema Interieur natürlich auch ein bisschen auf bei dem Haus. Dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren und aufs Glöckchen. Dann werdet ihr immer alarmiert, wenn es wieder was Neues gibt.